Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 auf der UFBR Map und mit mir, dem Chris LP. Heute nochmal eine Folge alleine, denn ich dachte mir, ach komm, machen wir nochmal eine Folge einfach. Denn ja, es gibt wieder was Neues über das LS Cold Dead und heute sind ein paar Dinge erschienen. Also heute am Donnerstag, den 1.10., sind neue Infos erschienen. Heute wurden auf der offiziellen Webseite vom Landwirtschaftssimulator die Inhalte vom LS15 Gold Addon vorgestellt, sage ich jetzt mal so, oder veröffentlicht. Also man kann jetzt sehen, welche Maschinen darin sind, wie viel es kosten soll und drei Bilder von der neuen Karte. Und man weiß jetzt auch, wie die Karte heißen soll. Naja, dann fangen wir mal an. Die neue Karte soll heißen Sosnovka. Also ist ein hört sich nach einem sehr russischen Namen an. Und ja, ich muss sagen, die Bilder schauen eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen, oder eigentlich ganz schön. Es schaut sehr flach aus, muss ich sagen. Also für Regionen von Russland sehr typisch, muss ich sagen. Ja, so viel sieht ein bisschen im Bach sieht man. Ja, ein Feld, ein Kornfeld mit Drescher und ja, irgendwie eine Mühle oder sowas. Also so viel sieht man jetzt nicht, aber man schaut eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Die neue Karte, muss ich echt sagen, irgendwie gefällt mir die schon irgendwie so. Ja, nicht nur irgendwie, sondern einfach die gefällt mir irgendwie schon im Voraus. Und ja, dann kommen wir mal zu den Maschinen, wo jetzt da enthalten sind. Kommen wir mal zu den Traktoren. Also die Marke Zetor ist für die Traktoren zuständig. Das ist ein Zetor Crystal 12045 enthalten. Der dürfte ungefähr 120 PS haben, sowas. Dann ist ein Zetor Major 80 enthalten. Der hat ungefähr 80 PS, also so ein ganz so ein mittlerer, ein kleiner, so Art T4 mäßig, Berliner mäßig, so einer ist es. Dann haben wir den Zetor Proxima Power 120 PS mit Frontladerkonsole, also da kann man dann wieder einen Stollfrontlader anhängen. Dieser 120 PS Schlepper ähnelt sehr dem T6. Oder ist eigentlich der T6 plus Zetor halt und mit weniger PS. Und der Zetor Forterra 150 HD ist der hat dann 150 PS und ist dann der größte Schlepper von diesem LS15 Gold Addon. Ja. Dann sind noch Erntemaschinen enthalten. Da ist die Marke Rostel Mesh zuständig. Und einmal ist der Drescher Rostel Mesh Akros 595 Plus enthalten. Der hat jetzt so eine Größe von, ja, von dem kleinsten New Holland, sage ich jetzt mal. Und ja, die nächste Größe Rostel Mesh Chorum 760. Das ist dann schon wieder ein etwas größerer. Das ist der größere Drescher. Der hat jetzt so Größe von einem kleinen Case und so ein 750, 760, 770 Glas Lexion, sage ich jetzt mal so. Die Größe hat er. Für die sind dann noch die Schneidwerke enthalten. Rostel Mesh Powerstream 700, also 7 Meter Schneidwerk ist enthalten und ein anderes Schneidwerk ist enthalten, das 9 Meter Schneidwerk und ein Maisgebiss noch, das Rostel Mesh Argus 870, also auch hat eine Arbeitsbreite von 8,70 Meter. Also hat 8 Reihen, was ich gerade auf dem Bild, also ein 8 Reihen Schneidwerk für Mais oder Gebiss für Mais und ja. Finde ich ganz okay, muss ich sagen. Und für die Erntemaschinen ist noch ein Maishäcksler enthalten, der Rostel Mesh RSM 1403. Für den gibt es ein Maisgebiss, ein
ein klappbares Maisgebiss 600 R, und für noch dazu kommt ein Rostelmesh vorab 370, eine Pickup fürs Grashäckseln ist dabei, wo man jetzt eigentlich nur für Glaso jetzt kennt im LS15 als Mod. Das ist hier auch dabei, finde ich richtig geil eigentlich. Dann kann man wieder mal, hat man neue Fahrzeuge, kann man ein bisschen Gras häckseln auf der Map. Dann kann man GPS machen mit dem Rostelmesh 500D, also ein Direktcut, sage ich jetzt mal. Schneidwerk ist auch enthalten. Mit dem kann man dann GPS machen. GPS heißt dann den Weizen dreschen, häckseln, also bevor das Getreide reif ist oder fast reif ist, fährt man dann mit dem Maishäcksler und dem Gebiss davor drüber, häckselt das und dann sieht man das ein. Und das nennt man dann GPS. Also nicht GPS. Dann ist noch ein LKW enthalten, der Tatra Phoenix 6x6 Akkutrack. Also ein Tatra, der ist dann für, ja, sag ich mal, LKW-Fahrten, LKW-Anhänger. Der ersetzt dann den MAN, sage ich jetzt mal so, vom Standardspiel. Dann sind noch ein paar weitere Geräte enthalten, wie man hier sieht. Ein Anhänger ist darin, der Farmtech TDK 1600. Also ich sage jetzt mal von der Größe, ich denke mal, der wird so eine Größe von 16.000 Liter. Also ich sag mal so, ja, ein Zwischending zwischen dem Agroliner und dem Anhänger, wo wir hier haben. Weil 1600 heißt für mich eigentlich 16.000 Liter fast der. Und ja, also ist er relativ groß, sagen wir mal. Für mittlere Betriebe ist der sehr geeignet. Man kann ja dann zwei hinten dranhängen und ja. Wenn man größerer Betrieb ist, kann man ja immer noch dann vom Standardspiel einen größeren mitnehmen. Dann ist ein Pflug enthalten, der Knerveland AB85. Ein Beetpflug ist es diesmal. Hat 4 Scharen, aber ist ein Beetpflug. Das heißt, es ist kein Volldrehpflug. Also, ja, wie soll ich es erklären? Ein Beetpflug kann man nicht drehen. Der hat nur auf einer Seite Scharen und nicht auf der anderen Seite auch Scharen. Also keine doppelte Scharen, sondern nur auf einer Seite. Volldrehpflug hat dann auf beiden Seiten und man kann den dann drehen, und wenn man, wenn man eine Seite anfängt, kann man auf der kleinen Seite wieder zurückfahren. Also wenn ich hier jetzt auf der rechten Seite fahre von der Straße, kann man dann auch hier wieder zurückfahren, weil man den drehen kann. So mit dem Beetpflug kann man das nicht, dann muss man wieder eine neue Fläche anfangen. Also so ein bisschen streifenförmig machen, so wie man auch gruppern kann und sehen kann. Dann ist ein Grupper dabei, der Knerveland Quali Disc Farmer 3000. Das hört sich für mich so an, für einen, ja, sag ich mal, 3 Meter, 4 Meter Grupper. Auf dem Bild schaut er eher größer aus, aber ich sage jetzt mal, von der 3000 her ist er ein, ja, 3 Meter Grupper. Oh, finde ich ganz gut, muss ich sagen, dass da auch ein Grupper mit dabei ist. Dann hat man, muss man nicht gerade mit dem Beetpflug da jetzt pflügen, sondern man kann einfach mit dem Grupper auffahren. Wenn was größer wird, kann man ja immer noch die Standardmaschinen oder Mods mit reinnehmen. Daran hindert ja niemand einen. Aber ich werde in meiner Themenwoche und in diesem LS-Addon-Spiel werde ich auf jeden Fall viele Maschinen vom LS-Addon nehmen. Also ich werde da gucken, dass ich alle Maschinen mal durchprobiere, sag ich mal, also mit den 3 Meter Sachen auch arbeite, mit dem Beetpflug auch arbeite und ja, und mit dem Maishäcksler natürlich und mit dem Drescher. Dann ist eine Seemaschine drin, die Knerveland DL. Ja, eine Nummer gibt es da nicht, wird auch so eine 3-4 Meter Seemaschine sein, die kann man hinten an die Treibpunkt hängen, also man kann sie auch lupfen und ja, man kann sie aber auch hinterherziehen, so wie es auf dem Bild aussieht. So, geben wir hier schnell ab, dann kann ich weiter erzählen. So, dann ist noch ein Knerveland Exacta EL700 enthalten, also ein Düngerstreuer, so ein mittlerer Düngerstreuer, sage ich mal, ist enthalten. Finde ich eine coole Sache, muss ich sagen, dass die
dass sowas auch enthalten ist, weil ja, man hat jetzt eigentlich im Standardspiel so diesen Amazon-Düngerstreuer und dann den ganz großen Düngerstreuer. Und als Mod finde ich, gibt es jetzt auch nicht gerade so viele gute Düngerstreuer. Eigentlich ein paar, einen habe ich jetzt gefunden von Rabeck, glaube ich. Der ist ein bisschen größer als der Amazon. Und ja, ich finde halt gut, dass man wieder von anderen Marken, Knerveland zum Beispiel, ja, andere Samen wieder reinkommen oder neue Marken, sag ich mal, reinkommen. Und ja. Auf der offiziellen Homepage ist kann man natürlich das LS-Addon auch kaufen, muss ich. Also man muss es jetzt nicht als DVD-Version von Amazon bestellen. Also man kann jetzt auf die offizielle Homepage vom LS15 gehen, dann auf DLC-Addon und da ist es dann darunter. Das heißt dann Gold-Addon. Und zum Downloaden, dann kann man halt die, ja, wie soll ich sagen, die Zahlmöglichkeit auswählen, PayPal, SMS, HandyPay und Banküberweisung und Sofortüberweisung und Visa und Telefon und keine Ahnung was alles. Und ja, da kann man das dann auswählen, kann das bezahlen. Finde ich eigentlich ganz gut, dass die LS15 Homepage das Gold-Addon hier auch hinzufügt, weil ich habe mir immer so gedacht, hey, hoffentlich kommt das bloß da dazu, weil ich will mir eigentlich das nicht gerade über Dings kaufen wollen. Ich hätte es mir jetzt eigentlich nicht über, wie soll ich sagen, über Amazon wollte ich es mir jetzt eigentlich nicht bestellen, weil klar, es kommt pünktlich an, es kommt ein bisschen früher an, aber dachte mir halt so als Download-Version, so wie die anderen DLCs, wie das JCP-DLC, ist es ganz gut. Ein Ding muss man noch dazu sagen, wenn man sich die Download-Version kauft, es ist als PDF-Datei das Landwirtschaftssimulator-Modding für Dummies dabei, das auch in der LS15 Collectors Edition dabei war, bekommt man hier als PDF-Datei dazu. Gibt es nur bei der Download-Version, also wenn es über Amazon kauft, ist das nicht dabei. Ja. Ich muss dazu sagen jetzt, ja, was soll ich sagen, also ich finde die Maschinen ganz gut, muss ich sagen. Eigentlich ganz cool. Ich finde es halt eigentlich sehr gut, dass Giants halt mal andere Maschinen oder andere Marken jetzt mit reingenommen hat und nicht nur irgendwelche irgendwelche Marken, die man jetzt schon kennt. Also es sind auch ausländische Marken jetzt dabei. Die Karte schaut sehr interessant aus, muss ich sagen. Also ich finde, die schaut sehr, sehr, sehr interessant sogar aus. Also und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wie sie das LS-Addon machen. Ich werde es natürlich mir holen oder habe es mir schon geholt. Und dann werde ich das natürlich auch vorstellen, in der einen Themenwoche, was ich in dem letzten Video schon gesagt habe, werde ich das machen. Und dann werde ich auch, ja, ein weiteres Let's Play machen, so 30, 40 Folgen, werde die Maschinen alle vorstellen. Und also ich muss sagen, als Fazit, ich finde es sehr interessant, ich finde das DLC sehr interessant, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Ich hoffe, dass das keine Enttäuschung wird für uns alle. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge wieder für mich. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann liked es, kommentiert das Video. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Download-Version des Gold-Addons haltet oder was ihr von den Maschinen haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute!